Hallo Freunde, danach, da bin ich wieder, euer Sahadu mit einer neuen Folge Humankind. Wir haben endlich Salpeter! In der letzten Folge konnten wir es erhandeln von den Franken. Die haben das anscheinend hier abgebaut, genau. Perfekt. Einmal Salpeter. Wir können zwar noch keine Musketiere bauen, aber wir können die besseren Schiffe bauen und wir können Arkebusiere bauen. Wie sind die so? Dass ich euch ja irgendwas Komisches erzähle. Ja, Arkebusiere. Perfekt. Heißt aber, wir haben ja auch noch eine Menge von diesen veralteten Großschwertkämpfern. Ich hatte die Hoffnung, dass ein Großschwertkämpfer zu Arkebusieren oder Musketieren werden. Aber anscheinend nö. Vielleicht werden sie ja dann zu Musketieren. Gab es sonst noch irgendwas, was wir machen mussten jetzt hier? Nö. Was wir festgestellt haben, dass es extrem an die Bevölkerung geht, große Armeen auszuheben. Richtig, richtig heftig. Was sind das hier für kleine Einsen? Es ist eine Verteidigungsmarkierung an euch gerichtet. Verteidigungsmarkierung? Was wollen die von uns? Ach so, da können wir jetzt eine Verteidigungsmarkierung setzen. Und was sollen wir verteidigen? An Polen, hier müssen wir verteidigen. Was wollen die uns jetzt damit sagen? Sind die auch im Krieg? Nö. Vielleicht. Da wir eine Allianz haben und wenn die angegriffen werden würden, müssten wir uns hier verteidigen oder wie? Sollten wir unsere Truppen dorthin senden oder was? Ist eine Vorwarnungsmarkierung an euch gerichtet. Die Japaner der Edo-Zeit haben ein besonderes Interesse an diesem Ort. Die Japaner gibt es nicht mehr, das sind jetzt die Mexikaner. Ja. Oder? Oder waren die Franken? Die Japaner. Irgendwann weiß man das gar nicht mehr. So viele Kulturen, so viele Epochen. Eine Eisenmine. Die Japaner. Oder waren das hier? Die im Osten. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ach, ist uns auch relativ wumpe. Das mit diesem Verteidigungsdings, na gut, das lassen wir mal noch. Vielleicht werden die ja irgendwann von den Mexikanern angegriffen. Ja, die Franken. Sind das noch die Franken? Nein, ach, alles klar. Schaut mal. Das sind jetzt die Japaner. Okay. Jetzt macht das alles Sinn. Auch mit der anderen Markierung. Die haben anscheinend kein Eisen oder was? Deshalb wollen die, dass das Eisen da im Handel drin bleibt. Doch, die haben auch zweimal Eisen. Braucht man für irgendwas dreimal Eisen? Wer weiß. Epochenstern freigeschalten. Ästhetenstern, schön. Bevölkerungsabnahme, das ist überhaupt nicht gut. In Athenai. Was ist denn da passiert? Ein Osmoseereignis, ebenfalls in Athenai. 485 Forschungspunkte, sehr schön. Die lassen wir wieder hier stehen. Das sind die Saboteure. Wir werden einen Saboteur hier lang schicken. Gut, dass alle beide dahin gelaufen sind. Ganz toll gemacht. Ui, wo wollen die denn hin? Wollen die den Krieg erklären hier? Fränkische Panzerreiter. Das sind noch welche aus dem Mittelalter. Thank you.
Noch haben die keinen Krieg gegen die Mexikaner. Wir dürfen gespannt sein. Vielleicht führen die gleich wieder oder überhaupt gleich Krieg. Ich finde es gruselig, dass das solche Riesenstädte hier sind. Weit und breit keine Armee zu sehen. Aber das hat in dem Spiel nicht viel zu sagen, weil Straßen, und ihr seht das ja, die Flügelhusaren kommen auch extrem weit. Gut, hier werden sie jetzt halt abgebremst durch die Städte. Aber schaut euch das mal an, wie weit die hier in diese Richtung marschieren könnten. Viel kann man mit denen nicht anstellen. Können uns höchstens mal ein Stück zurückziehen, in der Hoffnung, dass die vielleicht hier mit einer Armee dann nach vorn marschieren. Und das war's schon für die Runde. Na dann, beenden wir sie. Plünderung ist im Gange. Haben wir irgendwas übersehen? Wo kommen die denn her? 5 Runden. So schnell wird dort keine Armee sein. Von uns. Der Außenposten nervt zum Glück überhaupt nicht. Ja. Wir müssen halt hin. Nützt nichts. Aber wir haben Wichtigeres, ehrlicherweise, zu tun, als da oben uns um den Außenposten zu kümmern. Wir müssen weiter erobern, erobern, erobern. Wir brauchen ein zweites Mal Salpeter. Die sind komplett geheilt. Ich hätte natürlich schon Bock, Biprakta anzugreifen. Aber mit einer einzigen brauchbaren Armee ist das Selbstmord. Das ist Quatsch. Zumal wir ja dann auch hier Ayurik freigeben würden. Dann könnten die ganz easy Ayurik zurückerobern. Es hat halt keinen Sinn, dass wir mit den Armeen hier die Stellung verlassen. Stationieren die hier. Sollen hier mal ein bisschen was erkunden. Und ihr sollt da lang gehen. Langsam geht uns das Geld aus. Wer hätte es gedacht? Ich würde die ganz gern upgraden, ehrlich gesagt. Aber so viel Geld haben wir gar nicht mehr. Wir müssen die Städte durchgehen und schauen, ob wir irgendwie an Geld kommen. Die haben jetzt auch Karaken. Die Gefahr besteht jetzt natürlich, dass sie unseren Hauptkontinent angreifen. Das können wir nicht zulassen. Wir werden den mal entgegensegeln.
Gibt's hier irgendeine unvorsichtige Armee, die sich mit unseren Flügelhusaren messen möchte? Nö. Alles ins Geld rein. Ins Geld und in die Nahrung. Und hier müssen wir erstmal stoppen mit der Produktion von Truppen. Baut mal bitte eine Börse. Eine Armee lassen wir zurück, wenn dann die zweite Belagerungsarmee da ist. Die Mexikaner haben eine Migration ausgelöst. Eine Bevölkerung von Oyurik nach Onondaga gewechselt. Aha. Bevölkerungsabnahme, das ist schlecht. Aber wir haben den Merkantilismus erforscht, das ist gut. Dieses Nullsummenhandelssystem treibt die Exporte eines Landes auf Kosten anderer Länder und der eigenen Kolonien voran. Manufaktur und eine Handelsmesse können wir bauen. Neue Forschung. Viel gibt's ja jetzt hier nicht mehr in der frühen Neuzeit. Gehen wir auf Mäzenentum. Alchemistenlabor oder so ähnlich können wir dann produzieren. Ja, ich weiß, ihr wollt losmarschieren, aber wie gesagt, die Stadt ist ungeschützt und die könnten dann ganz easy die Stadt erobern. Das wollen wir auf keinen Fall. Niemand zu sehen. Dann beschützt unsere Küsten. Oh, eine Armee. Musketiere. Zählt das als... Nö, das zählt nicht als Belagerung. Weil... Die stehen nicht in der Stadt drin. 327 zu 48. Wieso haben wir nur 327? Ach so. Ja, wieso eigentlich? Ich dachte, wir wären viel stärker hier mit den Flügelhusaren. Er kommt hin. Und 27 noch, weil der ja auch noch mit dazu zählt, oder? Ja, der kommt auch noch mit rein, der Saboteur. Die werden sich eh zurückziehen. Ja, war klar. Aber ist uns recht. Wieder Kriegsunterstützung verloren. Wie sieht's da überhaupt aus? Naja. Ach, schaut mal, minus 4 durch eine vom Gegner besetzte Stadt. Und wir sind noch konstant, weil plus 1 durch Nähe als Angreifer. Minus 1 durch Kriegserklärung. Wie meint ihr das? Plus 1 durch Nähe als Angreifer. Verstehe ich nicht. Aber wir sind stabil. Wir sind natürlich auch Militaristen. Bei 100 Kriegsunterstützung. Auf geht's. Ihr gebt Geleitschutz. Können wir noch was erkunden? Ein Kadaver, 200 Gold. Her damit.
zwei Ästheten, zwei Sterne noch und dann können wir ins Industriezeitalter voranschreiten. Könnten die von hier unten hochkommen? Ja, da gibt es auch Straßen. Dann müssen wir den Weg definitiv auch im Auge behalten. Ah, kaum sagt man's, schon kommen sie an hier. Oh, das ist interessant. Die KI hat anscheinend darauf reagiert, dass wir hier eine Menge Flügelhusaren haben und haben jetzt hier eine ganze Menge Hellebardiere ausgebildet. Extrem wichtig in dem Spiel hier zu scouten. Tusa ist fertig. Kriegen wir das auf plus 1 hoch? Nö. Dann lassen wir es halt bei plus 2. Also in zwei Runden eine Bevölkerung dazu. Wir gehen halt jetzt von Forschung weg, weil wir Minus gemacht haben und wir wollen unsere Truppen upgraden. Hier können wir ruhig noch ein paar bauen. Ein Flügelhusar wäre ja nicht schlecht, dann hätten wir die Armee komplett, unsere Feldschlachtarmee. Ja, baut noch ein paar Argebusiere dazu. Ein noch. Memphis hilft mal bei dem Weltwunder. Wo ist es? Hallo? Ach hier. Da ziehen wir das mal vor. Umso schneller ist das fertig und dann können wir in Mykene noch Truppen produzieren. Können wir eigentlich jetzt gleich mal noch machen. Kaserne hatten wir hier tatsächlich auch schon gebaut. Ja. Dann wird das hier abgebrochen. Hier produziert jetzt hier Arkebusiere, was das Zeug hält. 2 erstmal. Also es wäre schön, wenn wir Biprakte noch dazu bekämen. Vielleicht ja auch nur Biprakte. Weil ihr wisst ja, man hat nur, ich glaube, 200, dann, ich weiß gar nicht, wie das heißt, nach einem Krieg Eroberungspunkte oder so. Und man kann halt nur einen gewissen Teil erobern. Wenn die Eroberungspunkte oder Kriegspunkte, glaube ich, heißt das, wenn die aufgebraucht sind, dann kann man keine weiteren Eroberungen machen. Also Biprakte wäre halt deshalb wichtig, weil es hier Salpeter gibt. Und hier kommt eine Armee von denen. Bevölkerungsabnahme, das ist schlecht. So, wo laufen die hin? Kommt, bewegt euch. Die chillen oder was? Wir haben ja extrem wenig Märkte gebaut. Ach, ich glaube, da gab es keine besonderen Stellen. Naja, 15. 26 Bevölkerung. Wir haben überhaupt keine Kasernen und nichts gebaut. Also, es wird immer attraktiver, Luluban vielleicht anzuschließen hier an Hattusa. Ich bin irgendwie überhaupt nicht zufrieden mit Luluban. Vielleicht machen wir es. Wir haben genügend Einflusspunkte. Keine Flotte des Gegners an unseren Küsten zu sehen. Stationieren wir die Truppen. Die bleiben ja echt stabil. Warum? Formieren die sich? Oder soll das als Abschreckung gegen die Franken gelten? Könnte auch sein. Kommen wir mit denen dorthin. Das wäre natürlich für uns eine schlechte Position, um zu kämpfen. Weil das ist eine Engstelle.
Also richtig schlecht. Aber wir könnten vom Gebiet der Franken aus, aber das ist auch so, das ist auch schlecht. Wir könnten das locker dicht machen, die Engstelle, und von hinten mit dem Musketier auf uns zimmern. Aber wir könnten von zwei Seiten angreifen. Eine Truppe von hier und eine Truppe von da. Probieren das mal aus, weil hier oben gibt es ja nichts, was wir angreifen könnten. Wir erkunden hier mit dem Saboteur. Aha, hier müssen wir dann angreifen. Ja, wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nur erkunden mit dem. Das sind Gebirge, deswegen können wir hier nicht drüber gucken. Und hier rum kommen wir aber nicht. Dann werden wir den Saboteur hier irgendwo dann stehen lassen. Und mit denen versuchen wir das mal. Hier geht das noch nicht runter. Hier drüben müssten wir runtergehen. Die sehen uns jetzt natürlich auch, ja, weil das denen ja Gebiet ist. Aber kann man nichts machen. Vielleicht können wir sie ein bisschen provozieren, indem wir das mal anfangen zu plündern. Nachschub. Den ziehen wir darüber. Es dauert ewig, ehe die da sind. Und das ist nur eine normale Karte. Stell euch das mal auf einer großen oder riesigen Karte vor. Die Entfernung. Aber okay, war halt damals so. Waren wir nie im Handumdrehen mit Flugzeugen irgendwie auf einem anderen Kontinent? Ein paar Stunden? Nö, das hat Wochen gedauert. Monate. Die stehen gut, die lassen wir da. Wieso bewegen die sich nie das letzte Stück noch? Unten ein Event. Kulturelle Wiedergeburt. Ihr wart ein würdiger Anführer. Unter eurer Herrschaft florierte die Kultur im Reich. Naturwissenschaften, Technik und die Künste machten schnelle Fortschritte, weshalb man überall auf der Welt Bücher und philosophische Theorien aus eurem Reich verwendete. Auch Kriege wurden mit Waffen geschlagen, die eure Forscher entwickelten. Während ihr diese glorreiche Zeit des Wissens und des Optimismus genießt, erreicht euch ein Bote aus einem benachbarten Reich. Man bittet euch, eine kleine Delegation aus Akademikern, Künstlern und Handwerkern zu ihnen zu entsenden, um den kulturellen Wachstum vor Ort anzukurbeln. Stimmt ihr zu? Wir können sagen, wir helfen. Das geht in Richtung Kollektivismus. Bringt uns 200 Einfluss. Wir sagen, wir halten es zurück. Oder wir halten uns zurück. Geht in Richtung Heimatland. Überproduktion auf Memphis. Wir haben genügend Produktion dort. Oder wir sagen, Vertrag schließen. Ihr seid gerne bereit, euer Wissen zu teilen für einen kleinen Obolus. Wir werden das machen. Wir brauchen das Geld. Geht in Richtung Individualismus. Die Upgrade-Kosten der Einheiten ist halt enorm. Armbrustschütze zu Arkebusier 1000 Gold. Kogge zu Karacke 1000 Gold. Bevölkerungszunahme in Hattusa können wir gebrauchen. Plündern war erfolgreich irgendwo. Oh, da oben gibt es eine Schlacht. Die haben unsere Saboteure entdeckt, die blöden Säcke. Executing your first Ach, hier ransack unten. is not very friendly, but it's better to be the Die ransacker erste Plünderung than ist zwar nicht gerade freundlich, aber lieber plündern als geplündert zu werden. Osmoseereignis.
Her mit den Wissenschaftspunkten, 455 waren's. Die Japaner der Edo-Zeit haben einen Groll aufgegeben, wer besser ist. Die dürften überhaupt keine Chance gegen uns haben, wenn die uns den Krieg erklären würden. Schlacht ist im Gange, schon klar. Mit was greifen die uns denn an? Sehen wir das? Nen Geisati. Was hat denn der für eine Eigenschaft? Erleidet keine Kampfkraftabzüge durch Schaden. 27er Stärke, oder aber unser Saboteur ist doch stärker. Wir probieren das mal. Manuelle Schlacht. Der erste Angreifer, der muss uns angreifen. Macht Sinn, oder? Auf dem Fluss stehen wäre schlecht. Wir müssen aber die Flagge verteidigen. Bescheiden wäre es, wenn der versuchen würde, hier oben hochzukommen. Aber dann müsste er trotzdem erstmal auf dem Fluss. Wir bleiben mal so stehen. Ja, der Gute muss ran. Wir beenden die Runde. Uns ist das egal, wir können das aussitzen. Tja. Er hat mehr verloren. Die sehen ja cool aus, die Schilder von denen. Erinnert mich ein bisschen so an die Historienfilme der 60er. Na, wobei, die hatten nicht solche Riesenschilder, die Legionäre. Na, wo. Irgendwie erinnert mich das daran, an Legionäre Roms. Attacke! Die gehen dann nicht hoch. Kann sein, dass sie gar nicht herunterkommen. Ja, das war's für euch. Da habt ihr wieder eine Schlacht verloren. Kriegsunterstützung geht dahin. Bye bye. 35. Ich glaube, es hat auch keinen Sinn, dass wir jetzt noch weiter produzieren. Weil die Truppen drüben sind, ist wahrscheinlich die Kriegsunterstützung der Mexikaner dahin. Die bleiben tatsächlich da unten stehen. Wir würden von der Seite rankommen. Aber es ist halt genauso, wie ich euch gesagt habe. Es ist halt eine extreme Engstelle hier. Die könnten hinten stehen. Wir machen das, dass wir die aufteilen. Kann man das mit Shift? Ne. Mit Strong? Ja. Mit Strong kann man auswählen, welche man hier rausziehen will. Wir probieren das. Dass wir von zwei Seiten kommen. Jetzt muss man gucken. Wenn wir die hier reinziehen, müssten wir unsere Truppen ja eigentlich nur in das weiß umrandete Gebiet reinstellen, dann werden die mit in der Schlacht. Die Saboteure ohnehin. Mal schauen. So müsste es funktionieren. Dann nehmen wir die in die Zange. Ah, jawoll, flieht. Ja, Mexikaner. Wohin sind die denn geflohen bis dahin? Wir haben sie jetzt. Was? Rotisken-Rakete. Aha. Ich hoffe mal, die greifen den dann nie an. Es war vielleicht nicht ganz so schlau, den da hinterher zu ziehen. Soweit. Mal gucken. Hier wollten wir da oben Stellung beziehen. Die hatten uns hier unten aber auch entdeckt. Kann sein, wenn man neben der Stadt steht, dass die einen dann sehen. So, was kommt denn jetzt noch an Truppen nach? Da oben noch ein Arkebusier, da noch ein Arkebusier. Und dann war's das. Das sind nochmal 6 Einheiten. Das muss dann ausreichend sein.
um den Krieg zu gewinnen. Die hatten das hier geplündert. Ich bin ja Fan von solchen Stealth-Einheiten, auch bei Civilization zum Beispiel. Ich liebe diesen Spion. Da kann man schön Schabernack mit anstellen. Marmor. Ja, wir toben uns aus hier und plündern das nächste Gebiet. 10 Runden. Nee. Ah nee, das machen wir nicht. Ja, hört mal auf zum Plündern. Bewegen geht nicht mehr. Verstärkungstruppen. Merken, großer Leuchtturm, wichtig. Mehr Bewegungspunkte für die Seeeinheiten. Die greifen bestimmt unseren Saboteur an, oder? Nö. Weltwunder ist fertig. Topkapi has been built, rebuilt and renamed any number of times. Kulturwunder It's a fertig. testament to stamina and survivability. Umso schneller werden jetzt die anderen Naturwunder, Weltwunder gebaut. Kulturwunder. Steht ja gar nicht mit drauf. Aber das war die Eigenschaft. Wenn man draufklickt? Nö, dann auch nicht. Also habe ich es jedenfalls verstanden, dass man umso schneller die anderen Kulturwunder dann produzieren kann. Gibt es denn was Schickes, was wir beanspruchen könnten? Taj Mahal. Das ist hier so eine Religionssache. Mehr Geld. Angkor Wat. Notre Dame. Plus 1 Glaube pro erforschte Technologie. Nahrung pro Glaube. Angkor Wat wäre vielleicht nicht schlecht. Das bringt Glaube pro Bezirk. Und das noch mehr Geld. Ja, mittlerweile wäre Geld auch schön. Auf ruhige Stadt, das heißt, die muss sehr stabil sein. Wir nehmen Taj Mahal. Wir beanspruchen das. Kostet auch nur 2000. Truppen bewegen. 8 untätige Armeen mittlerweile. Nicht schlecht. Es sind natürlich auch ein paar Saboteure mit dabei. Und hier die Verstärkungstruppen. Darf man auch nicht vergessen. Anscheinend sehen die uns hier nicht. Sonst hätten die uns doch schon längst angegriffen. Wir bleiben einfach hier stehen. Oder okay, wir gehen hier hin. Hier bleibt man stehen. Halt mal. Ja, jetzt sind wir halt wieder hier an dem Punkt angelangt, wo es halt so eine Engstelle gibt. Aber wir könnten das wieder machen, Leute. Halt, wartet mal, da ist eine Stadt. Das ist doch eine Stadtmauer. Ach, nö. Hä? Wo ist denn? Ach, hier unten. Ja. Schade. Können wir leider nicht wieder einkesseln, die Truppen, weil hier einfach eine Stadt ist. Greifen da näher an. Das ist. Die Engstelle ist blöd. Dumme Engstelle.
denn ihre Hauptstadt? Nein, da hinten ist die Hauptstadt Harappa. Die Bevölkerungszahlen, oder? Krass. Irgendwas machen wir falsch. Aber vielleicht haben die auch nicht so viele Einheiten ausgehoben wie wir. Also wahrscheinlich sogar. Denn vor uns hatten die hier noch als schwächlich gegolten. Genau, da unten seht ihr es. Wir sind viel mächtiger als sie. Tja, dann müsst ihr halt mal Truppen ausheben. Wenn er das nie macht. Euer Problem. Können wir diese Runde noch an? Ja. 100 Einfluss, 150 Forschungspunkte. Sehr schön. 3 untätige Städte. So Leute, wir wollen es jetzt wissen. Wir schließen Luluban an Hattusa an. 12.000 Kultur ist eine Menge. Aber wir machen es. Eingemeinden. Wow. Die Stabilität sackt auf 50 runter. Aber ist okay. Wachsen tut die Stadt trotzdem noch. Heftig. Haben die das hier oben fertig geplündert? Noch nie. Geht das sogar runter. Können wir irgendwas für Stabilität noch bauen? Vergnügungsviertel. Und Infrastruktur haben wir nichts mehr, was wir bauen könnten. Spiele bringt 5 Stabilität. Vergnügungsviertel. Gibt es da eine schöne Stelle? Oh ja, hier 12. Dann baut die mal dahin, das Vergnügungsviertel. Das ist immer noch enorm teuer, hier irgendwas einzugemeinden. 23.000, das machen wir nicht. Wie sieht es hier aus? Wachstum ist okay. Und wobei, so okay ist das überhaupt nicht. Aber wir können Getreidesilo hier noch produzieren. Das sollten wir auf jeden Fall. Wow. Das dauert ja ewig. Da müssen wir erstmal die Produktion wieder ankurbeln ein bisschen. Den Rest hier ins Geld rein. Wir machen Minus. Die Runde kann beendet werden. Der Arkebusier wird noch fertig. Dann haben wir hier 5 Einheiten stehen und die müssen wir zu dem Außenposten, aber der kann nicht mehr gerettet werden. Scheibenkleister. Ja, ist halt ein Nachteil, wenn man so entlegen einen Außenposten hat. Man müsste entweder eine Armee hier lassen oder man gründet gleich direkt eine Stadt. Vielleicht wäre das auch besser, da eine Stadt zu gründen. Ich denke gerade dran, Leute. Wir createn das mal ab, auch wenn wir das Geld nicht haben. Aber wir wollten doch damit hier oben die Gegend noch erkunden. Vielleicht gibt es ja noch ein Gebiet, was wir uns gönnen können. Eine Inselgruppe oder so. Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Krieg verläuft soweit ganz gut. Der Gegner verhält sich sehr zurückhaltend. Aber soll nicht unser Problem sein. Was wollen die jetzt hier? Der Sieg ist nahe. Ach so, ja, und was? Hat mein Handelsabkommen über Pferde beendet. Kroll. Ist uns doch egal. Bevölkerungszunahme in Memphis. Ja, das ist sehr schön. Die Stadt muss auch wachsen. Was würde denn das kosten, wenn wir von hier aus das eingemeinden? Oh, das ist noch teurer. Vielleicht hat es mit der Entfernung zu tun. Aber das kann auch nicht sein. Weil die zwei sind nah und das kostet auch extrem viel. Ja, wer weiß. Nun gut, Freunde der Nacht. Krieg läuft soweit stabil. Mal schauen, was in der nächsten Folge passiert. Diese Folge ist zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da oben da. Schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich freuen. Und ich sehe gerade auf die Uhr, war auch über 40 Minuten die Folge. Warum so lang? Weil das Spiel einfach geil ist.
Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.